Ich bin Kevin Pannewitz, Ex-Bundesligaspieler und war einst das größte Talent Deutschlands. Ich sollte eigentlich im Nationalteam spielen. Leider ist dieser Traum zerplatzt, denn das Umfeld um mich herum hat mich sehr beeinflusst. Jetzt möchte ich zeigen, wer ich wirklich bin und was ich kann. Und das in der härtesten Sportart der Welt, MMA. Bis September werde ich 50 Kilo verlieren und Martin Fehlin im Käfig schlagen. Ich werde allen und vor allem mir selbst zeigen, dass ich es schaffe, in 8 Monaten 50 Kilo zu verlieren und ein Kämpfer zu werden. Herzlich willkommen zum besten Projekt, das ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Oder zum herausforderndsten. Wie ne, heißt es herausforderndsten oder Herausforderung? Ach, doch anspruchsvollsten. Hallo Stinker. Projekt wahrscheinlich meines Lebens. Das ging bei Margaret auch vielleicht. War es jetzt auch nur ein Kinderspiel? Ja, das eher nicht. Margaret war schon geisteskrank. Ich habe lange kein Video mehr gemacht, weil wir eigentlich schon seit 4 Wochen jetzt, ich habe bestimmt 5-6 Wochen kein Video gemacht, aber ich jetzt 4 Wochen darauf warte, das bekannt zu geben, aber es verzögert sich immer und ich habe heute meinen ersten Trainingstag. Ich hatte schon einen gehabt, das haben wir gefilmt etc. pp, aber das ist nicht für meinen Channel, sondern für Octagon, denn ich habe mit Octagon eine MMA-Firma, sag ich jetzt mal, die veranstalten halt große MMA-Fights, also in ganz Europa. Das sind mit die größten, es gibt eigentlich keine größeren. So wie UFC in Amerika, das in Europa. Und die sind auf mich zugekommen, haben gefragt, hey Panne, kannst du vorstellen, einen Fight zu machen am 17.09. gegen Martin Fehlin, ehemaliger Fußballprofi. Die wollen, dass ich 50 Kilo abnehme. So war der Plan. Haltet euch fest. 50 Kilo abnehme. Und halt das MMA-Fighten lerne. Innerhalb vom HME. Da bin ich dabei. Jetzt sagen sie, ich brauche 56 Kilo. Weil ich kämpfe in einer Gewichtsklasse von 84 Kilo. Ich bin gerade aktuell bei 140. Ja, wir haben uns extra gewogen. Roundabout habe ich extra nochmal ein bisschen zugelegt, damit es genau 50 Kilo sind. Jetzt sagen sie 56 Kilo. Also habe ich eigentlich umsonst zugelegt. Ja, wir machen jetzt eine Bestandsaufnahme, wie ich aussehe. Das hier ist Tag 1. 140 Kilo. Pure Liebe. Bin ich rasiert? Ja. Ist eh egal. Ja, von der Seitenprofil nochmal. So, das ist Stand der Dinge. Also, das Projekt nochmal kurz zusammengegriffen. 50 Kilo geplant, jetzt soll es 56 sein. Ich habe eine Trainingseinheit schon gehabt, also das heißt, wir haben uns das alles angeschaut, ich habe schon ein bisschen ausgetestet. Heute geht offiziell richtig los. Ja, 56 Kilo in 6 Monaten. Ich muss komplettes MMA-Fighten lernen, was Boxen, Kickboxen und Ringen beinhaltet. Ja, MMA ist sehr, sehr komplex, habe ich auch erst gelernt. Ja, ich dachte, das wäre einfach sinnloses Draufschlagen, aber dabei ist es sehr, sehr viel Taktik, sehr, sehr viel Dominanz zeigen, was halt im Ring abgeht. Es wird geisteskrank. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Ich habe auch einen persönlichen Wetteinsatz. Na, sollte ich es nicht schaffen, 50 Kilo abzunehmen, muss ich dieses Tattoo von meiner Mama wegmachen lassen. Und von daher gibt es ja keine andere Option für mich, als zu sagen, na, 50 Kilo ist das Ziel. Die werde ich erreichen. Ganz einfach. Letztendlich geht's heute los. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe mich jetzt lange zurückgehalten und konnte nichts machen. Habe mich ein bisschen so auch generell zurückgenommen, weil jetzt viel ansteht. Habe ich hier ein paar wenig, da ein bisschen wenig gemacht. Geht's jetzt mit voller Kraft, mit voller Energie in dieses große Projekt rein. Nächste Frage. Wie nehme ich 50 Kilo ab? Nicht nur, dass ich 5 Einheiten in der Woche habe, plus Dienstag, Donnerstag Training bei Delay, sind 7 Einheiten, werde ich natürlich, was gut geklappt hat damals, was Ada mir vorgeschlagen hat, ist, dass ich sage, komm, von 10 bis 18 Uhr werde ich mir was reinknallen. Ja, wenn es wegen Training mal zwischendurch oder abends nochmal eine Mahlzeit ist, um 20 Uhr, 21 Uhr, weil der Hunger knallt und ich mir nochmal, weiß nicht, Gurkensalat oder Paprika-Gurkensalat reinballer oder sowas oder einen Shake, dann seid mir nicht böse. Aber ich werde von 10 bis 18 Uhr essen. Ich fange heute mit dem Shake an. Also natürlich habe ich auch, ich bin nicht so dieser Typ, der, ich kann mir jetzt keinen Joghurt essen und so eine Scheiße, Leute. Ich baller mir, ja, und darum habe ich mich gekümmert, dass Moore mich da unterstützt, ja, mit mir zusammenarbeitet. Die haben gesagt, hey, du musst abnehmen. Ja, die wissen darüber Bescheid. Wir stellen dir Sachen zur Verfügung. Ja, und ich bin so der Typ, ich hau mir morgens gerne einen Shake rein. Oder ich esse ein paar Eier oder so. Und ich bin halt nicht der große Esser, bin ich ganz ehrlich. Aber ich nicht alles esse. Deswegen einen schönen Shake von Moore. Aber ich habe noch viele andere Produkte. Gerade wenn es in den Muskelaufbau später geht und etc. pp. Sage ich euch ganz ehrlich,
kann ich, wenn ihr wollt, auch gerne mal einen Rabattlink reinhauen. Hau ich gerne in den Link mit rein. Falls jemand auch sagt, hey Panne, ich begleite dich über das halbe Jahr. Und Leute, hier ist nicht mit nein, nein, nein. Das ist ein halbes Jahr, das wird ein halbes Jahr stattfinden. Ich werde 50 Kilo abnehmen. Und wer mich begleiten möchte, ja, fängt gerne ab morgen bzw. ab sofort an. Ja. Punkt. Da ist noch ein Kaffee. Das ist mein Shake, das ist mein Frühstück. Wir haben es 11 Uhr, weiß ich was, hier. 11 Uhr 23 oder so. Gleich fahre ich los zum Training. Zum ersten richtigen Training in der Woche. Ich esse jetzt noch eine Kleinigkeit, 200 Gramm Reis mit Tomatensauce, also ja, mit Hackfleisch. Hier. Oh, was war denn das für eine Bombe? Das ist jetzt mein Mittag und heute Abend, glaube ich, nach dem Training oder so, hau ich mir noch einen Shake rein und einen Gurkensalat oder so. Also Gurke mit ein bisschen Olivenöl und Balsamico? Ja, Balsamico, glaube ich, ist das. Ich fahre mit der U-Bahn zu jedem Training, also jeden Tag. Jeden Tag fahre ich U-Bahn. Ich weiß, es sind bestimmt, glaube ich, 25 Stationen, weil es wäre mit Auto ungefähr eine Dreiviertelstunde. Mit der Bahn brauche ich eine halbe Stunde. Ich komme direkt dort an und dann laufe ich 200 Meter und dann bin ich da. Also es ist optimal eigentlich, außer ich fahre bald ein bisschen U-Bahn. Aber fährt von mir zu Hause bis dorthin und ich zeige euch dann gleich mal alles, was mich da so erwartet. Ich habe hier gerade so einen Laden entdeckt. Ich bin auch dran vorbeigelaufen. Sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, ich muss mal fragen, ob es da Pfeife gibt. Dort trainiere ich. Ist ein Neugebäude. Sieht wie ein Wohnkomplex aus, aber dort drinnen ist High-End-Level. Ich zeige euch alles. So, das ist der kleine Gym. Also es gibt noch einen anderen, der ist viel, viel größer, aber alleine der hier hat eigentlich schon alles, was man braucht. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht mein Hauptraum. Mein Hauptraum ist unten. Zeige ich auch noch, aber ist noch keiner da. Ich gehe jetzt erstmal auf ein Rudergerät, schon mal ein paar Kalorien verbrennen. Also, ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten, also 22 Minuten, dazwischen sind 4 Minuten in Pause, gerudert. Und ich glaube mir, meine Hüftbeuger, Alter, die sagen, Panne, schön, dass du, also dass es gibt mich, Hüftbeuger, es gibt mich. Junge, die sind auch Spannungen. Na gut, wir haben alle mal klein angefangen, hä? Ja, ich filme alles mit Handy. Ach, krass. Das ist Matthias von Sayato Performance, ja. Hallo, grüßt euch, Leute. Ringer. Ringer, mein. Sag aber MMA-Trainer, das komplett. Aber MMA ist ja alles. Genau. Ja. Wir machen heute ein bisschen Stand. Wir lernen heute so ein bisschen das Gehen, erstmal Schritt für Schritt. Also, man behandelt mich wie ein Baby, das lernen läuft. Ein Baby, das lernen läuft. Ja, ja. Leider ist es so. Ja. Also, das hier, das wird hier 80-90% meiner Trainingsfläche sein, die ich nutzen werde. Mein zweites Zuhause. Ich zeige euch schon mal kurz die anderen Räume. Hier ist eine kleine Küche drin. Ja. Und hier sind auch nochmal Räder und also ein anderen Blödsinn. Ich habe keine Ahnung, was man da und damit macht, aber mit dem Rad und so, ja. Boxhandschuhe. Ja. Hier werde ich Matthias noch ein, zwei Mal mit verdreschen wahrscheinlich. Oder eher mich. Und ganz oben ist auch noch was. Das zeige ich euch aber, wenn ich mal da bin oder oben bin oder wenn ich irgendwas zu suchen habe. Oben ist. Erster ist Belohnung. Ja, Endstufe, das ist mehr so Belohnungsgeschichte dort. Ich stehe direkt vor dir und gebe dir die Richtung vor. Wenn ich mich nach rechts bewege, bewegst du dich nach links mit. Ja, okay. Ja, und so wie ich mich bewege, musst du dich einfach auch nur bewegen. Okay. Ja, wenn ich dann nach rechts gehe, wap, wap. Immer diese Spannung halten. Wupp. Okay.
Okay, hey, warte, warte, zieh aus. Und genau so zu laufen, wie mit dem Gummiband. Brennt bis nach Mitten. Was hast du so für Musik, Alter? Ah. Ist halt egal. Wenn ich jetzt trainiere, ist Musik, ich konzentriere mich sowieso nicht drauf. Der Jam, der darf dir nicht Kraft kosten. Du musst zum Kampf 10.000 Mal hauen können, ohne dass du da durch die Liebe wirst. Wir gehen uns einfach 3 Minuten. So entspannt wie gerade eben. Das war ja eigentlich nichts. Oder? Ja, die Übung, glaubst du mir, ist für mich sehr anstrengend. Ja, der, weil dein Körper nicht da gar nicht gewohnt ist. Der kennt das absolut nicht. Ist hier genug Belastung? Ja, ja. Damit drückst du dich ab. Stehen. Jet. Ja. Hier in die Mitte, ja, hier ist mein Kopf. Oh, ja. Machen viele beim Schlag den Kopf erst hoch, ja, und öffnen sich. Und, dann, und wenn du dann, dann so stehst, so bupp, bupp, bupp. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich, du kannst mit ganz einfachen Sachen diesen Kampf für dich entscheiden. Ja. 1, 2. Hüfte eindrehen. Ruhig. Stehen, bewegen, wap, wap. Deckung. Jab. 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 Komm, komm, bleib vor mir stehen, bleib vor mir stehen. Schneid mir den Weg ab. Warum mache ich diese Seitwärtsschritte? Ich will vor dir bleiben. Irgendwann ist der Käfig zu Ende und dann bist du eingekesselt. Ja. Und vor allem, wenn ich dann der Aggressor bin, willst du dich irgendwo, wenn ich dich irgendwo dann am Oktagon gepinnt habe, reicht den Mike Einschlag, geh zum Takedown, kontrolliere dich am Käfig, hau da weiter zum Beispiel. Ja? So, ich werde jetzt noch eine Viertelstunde hier ein bisschen Kalorien verbrennen. Ich bin gut geschafft. Es ist alles, es ist ungewohnt, mein ganzer Körper tut weh, so Hüftbeuger, meine ganzen Hüfteregion, meinen Rücken, meine Arme, meine Schulter, beim Boxen, ich kann meinen Arm, also ich halte das um, aber ich kann eigentlich nicht mehr schlagen, weil das so brennt und so. Und das ist noch nicht mal, noch nichts Tolles, das ist, wir fangen hier gerade erst an, also wir fangen bei Null an. Ich muss zum Friseur, ich war jetzt hier, melde mich nach der Dusche. So, ich bin jetzt fertig mit Duschen, darf jetzt zum Bahnhof. Oder ich bin schon im Bahnhof. Ich bin K.O. Ihr habt jetzt mal kleine Eindrücke gesehen. Ich glaube, diese Boxen haben wir, glaube ich, 5-mal gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Das ist so geisteskrank anstrengend. Diese Fußarbeit. Geisteskrank anstrengend. Das ist Wahnsinn. Ich bin froh, wenn ich gleich in der U-Bahn sitze. Erstmal eine halbe Stunde sitzen kann. Wenn ich zu Hause bin, schaue mir gleich mal einen Salat rein. Zeige ich euch gerne diesen Salat und dann melde ich mich nachher nochmal. Na Gott. Mit Vollmond spricht man nicht, aber das ist mein Abendbrot. Das ist jetzt mein Abendbrot. Wir haben es jetzt 20:41. Ja. Und dann geht's morgen wieder von vorne los. Ich melde mich mit dem Käffchen in der Hand. Heide.